Na komm, Kollege, lass uns doch prügeln. Das ist doch, viel, die wesentlich bessere Alternative, als jetzt hier irgendwie die ganze Zeit davon zu laufen. Oh. Was war das denn? Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Ender Games und hoffentlich schaffen wir es dieses Mal, den Gesamtsieg davon zu tragen. Das letzte Mal hat es ja nicht ganz so gut funktioniert, aber na gut, weißt du, alles tipptopp. Wir haben mal wieder das Barbarian Kit ausgewählt und jetzt wird es hoffentlich was. Komm schon, 3, 2, 1 und jetzt meins. Oh Gott, ein bisschen spät, aber Eisen ist unser hier, ein bisschen Wasser haben wir auch. Den Rest ignorieren wir einfach mal. Oh, da unten ist gleich schon eine Kiste, komm schon. Huh, nein, wir sprinten ja gar nicht. Komm schon, Eisen, oh, Diamant. Weißt du, das lasse ich mir mehr schmecken als so ein bisschen Eisen. Zack, zack. Und da vorne sind auch schon ein paar Bäume. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns... Nee, egal, wir riskieren das. Ich meine, es ist sowieso noch Schutzzeit, 60 Sekunden. Ich hoffe mal, bis dahin habe ich das komplette Holz hier abgehackt und habe so ein bisschen eine Workbench gebaut, etc. pp. Jemand meinte auch, du musst schneller craften. Ich versuch's doch. Aber ich habe doch gesagt, das eine Mal, dass ich... Oh, warte, das, zack. So, komm schon. Dass ich nicht unbedingt so der Hardcore-Game-Spieler bin, wo man das auch gebrauchen könnte, dieses schnelle Bauen. So, zeige ich, knacke ich jetzt das hier nochmal weg. Ansonsten können wir uns momentan, glaube ich, nicht wirklich was craften. Die Werkbank nehme ich mal lieber mit. Da vorne ist ein Enchantment-Table. Schaffen wir das? Okay, die habe ich, glaube ich, ein bisschen falsch geworfen. Egal, wir können uns das Level sowieso holen, indem wir nochmal ein paar Schweine snacken. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich baue einfach mal da drauf, dass der Table jetzt nicht gleich weggeportet wird. Was ist da vorne runtergefallen? Hä? Was ist denn da gerade vom Himmel gefallen? Das ist ja mega. What? Ist das beim Despawnen des Spawns passiert? Das könnte natürlich sein. Und ich habe es auch dank euch jetzt endlich gelernt, weißt du, dass man die Dinger hier einsammeln kann. Und dann ist man super schnell. Ich habe das am Anfang wirklich gar nicht geplant. Und kann ich mal jetzt hier in irgendeiner Weise ein Level bekommen? Abgesehen davon, dass jetzt hier eine Truhe ist, die leer ist. Wollen wir die nach vorne snacken? Komm schon. Denn, denn. Oh, davon ist auch jemand. Oh, komm schon. Wo ist der AFK? Das ist ja was für uns. Komm her. Zack. Zwei Schläge. Und down. Und hier sind viele Kisten, die jetzt hoffentlich nicht vom Anfang noch dastehen. Nee, tun sie nicht. Hier können wir uns gleich... Ah, ich hasse das. Oder was heißt, ich hasse das? Ich finde die Idee gut mit diesen Sachen, dass sie in den Kisten immer so ein bisschen hin und her switchen. Da können wir uns jetzt nochmal ein bisschen Speed holen. Dankeschön. Nochmal schnell was snacken. Ihr Kühe, ihr habt Glück gehabt, dass wir jetzt schon ein Level haben. Kann man eigentlich... Doch, das müsste ja eigentlich ganz normal sein mit diesem Level 1 Enchantment. So, komm schon. Ich hätte, glaube ich, noch nie wirklich ein Diamantschwert, was ich dann auch verzaubern konnte. Denn so viel Glück. Oh Gott! Na, ah, crap! Mist! Oh ja, das ist natürlich, hatte das da schon gelootet. Haben wir irgendwann. Oh ja, wir könnten uns einen. Wollen wir uns einen Helm? Schaffen wir damit eine Hose? Nee. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Egal, nehmen wir uns erstmal den Helm. Damit er uns so ein bisschen. Oh, da wurde doch schon wieder geportet. Die wirst du einfach paranoid. Das ist einfach mega crank. Jetzt müssen wir brauchen immer noch ein Enchantment-Table. Leute, können wir uns den eigentlich, ich weiß nicht mal, das Rezept für ein Enchantment-Table, aber das ist, glaube ich, sowieso nicht so intelligent, sich einen zu bauen. Weißt du, nachher wird man sowieso wieder weggeportet. Das hatte ich auch schon relativ oft. Warte mal, wir sollten vielleicht dann doch mal den Kompass benutzen. Vor allen Dingen sollten wir mal ein bisschen was snacken, weißt du. Snacken ist gesund. Oh doch, sind wir so blind oder hat sich der gerade zu uns hingeportet? Egal, weißt du, das stört mich ja überhaupt nicht. So, nochmal rein da. Zack, und Schärfe, nice. Oh, das gibt uns schon mal einen ganz guten Vorteil. Ansonsten, wir haben 4 Gold, damit könnten wir uns Boots bauen, die aber, glaube ich, auch nicht unbedingt besser sind. Hier vorne ist nochmal so ein Ding, damit wir schneller werden. So, gimme that. Schnell mal irgendwo platzieren und dann schnabulieren oder was man auch immer damit macht. Ich muss sagen, wieso gibt es immer noch kein Optifine? Das ist voll schade. Ich vermisse richtig immer auf 1.7.2 dieses... Guck mal, da hätte ich jetzt nämlich auch gesehen, dass das hier vorne keine Kiste ist wieder, sondern so ein Port-Ding. Port-Ding? Einfach so ein Beschleunigungsding. Meine Güte, Paluten, ey. Du bist immer noch ein bisschen... Bist du noch ein bisschen angeschallert von gestern oder was? So, Bogen nehmen wir uns. Dann ist hier hoffentlich noch ein bisschen Eisen drin. Huh, nein, ihr Hunde. Nein, und da geht das Ding auch weg. Ich werde bekloppt. So, warte mal, jetzt haben wir hier nochmal... Jetzt ist es super ungewohnt, wenn man die ganze Zeit sprintet. Und dann wird man wieder so langsam. Dann denkt man, höh, sprintet man gar nicht. So, Goldbarren haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal dahingehend. Ey, ich hasse das. Ist hier irgendjemand in meiner Nähe? Ich sollte vielleicht mal das eine Ding benutzen. 108 Blöcke, ja, das ist kein Ding. Huh. Ach, das war nur das... Ey, das ist unglaublich. Warte mal. Da meinte auch jemand,
bei Simon, wieso bist du denn so schreckhaft oder so? Und dann dachte ich so, what? Es ist doch ganz normal, wenn so ein Geräusch kommt, dann kann ja auch immer ein Spieler sein oder so, der zufälligerweise irgendwie in der Nähe ist und sich und weggeportet wird oder sonst was. Warte mal, ich esse erstmal was. Denn die letzten Male wurde ich einfach gekillt, weil ich nicht aufgepasst habe. Und das sollte mir jetzt, wenn möglich, nicht passieren. So, zack. Das kriegen wir auch nichts mehr hin. Egal, zumindest schon mal Brustharnisch. Huh! Wir haben den Brustharnisch nicht mehr. What the heck? Das gibt es doch nicht. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. What a fail. Nein, ey. Komm, den haben wir... Nee, den haben wir auch nicht an. Egal, ey. Weißt du, wir werden einfach... Wir sind wie ein Tänzer. Wo ist der Rest? Komm, jetzt gehen wir einfach mal Attacke. 178 Blöcke. Ist ja richtig nah. Ist bestimmt wahrscheinlich wieder irgendein Känguru. Mal gucken. Luca wurde von Noah Jeremiah. Ist Jeremiah nicht so ein Name, wie ihn früher die Pilgerväter hatten? Wurde das eigentlich früher bei euch in der Schule unterrichtet? Ja, danke schön. Egal, das, die wichtigen Sachen haben wir. Dann snacken wir das nochmal. Dann kommen wir da wesentlich schneller auch hin zu dem anderen Kollegen, der jetzt, glaube ich, immer näher kommt. 88 Blöcke. Haben wir denn noch genügend Holz? Nee, das haben wir auch nicht mehr. Ey, egal. Weißt du, ich werde jetzt irgendjemanden snacken. Das ist mir völlig Banane, hoffentlich. Erstmal essen wir was. Was geht ab? Chicken, McChicken. Oi, McChicken. Hey. Egal, so, komm. Wo ist einer? Zack, 100 Blöcke. Da gehen wir jetzt schnurstracks drauf zu. Hoffentlich ist das da vorne... Ah, das ist eine Truhe. Ich hätte... da wird einer verfolgt. Der eine ist gut equipped. Der hat sogar... Ist es... Nee, das ist nur... Ey, jetzt merke ich das schon wieder. Habt ihr das gesehen? Das war dann auf einmal voll ungewohnt. Und es laggt auch leicht, sodass ich den mal so überhaupt nicht treffe. So, was mit dir? Ey, wir sind sowas von unterlegen. Wir haben gerade mal drei Dinger. Und der hat auch ein Dia-Schwert. Also wenn er... Ey, ich könnte uns völlig vermöbeln. Wir müssten wesentlich öfter treffen als er... Na komm, Kollege, lass uns doch prügeln. Das ist doch die wesentlich bessere Alternative, als jetzt hier irgendwie die ganze Zeit davon zu laufen. Oh. Was war das denn? WTF. Das kann ja nicht sein. Krasse Scheiße. Du weißt, du, das switcht da einfach. So, jetzt hier nicht irgendwie in eine Falle tappen. Das wetten, das ist meine tolle Dingens gewesen. Die Brustplatte, die er da trägt. Die hat er bestimmt gefunden, ey. So, warte, jetzt komm. Wo ist mein blöder Eisenbrustharnisch da? Eisen? Ich meine Gold. Gold ist das, was wir brauchen. Okay, was geht ab? Checken. Geht's dir gut? Alles cool. Bist du gut reingefeiert? Hast du richtig Party gemacht? Ja, bist du re-eskaliert. Ey, du hast voll die Augenringe. Was ist denn mit dir los, ey? Unglaublich. Immer diese Hühner, die einfach völlig Bananas gehen. Die randalieren auch immer, weißt du? War ja auch überall wieder mal in Deutschland völlige Eskalation, also in Sachen Gewalt leider. In Berlin gab es riesige Randale, in Hamburg glaube ich auch ein bisschen auf der Schanze, was ich da gelesen hatte. Alles nicht so super top und vorsichtig, wir müssen erstmal was craften, denn ich, Papa braucht noch ein bisschen hier ein paar Hosen und sowas. Haben wir Holz? Jo, das reicht sogar. Bitte, bitte jetzt keine überraschende Attacke von irgendjemandem. Oh Gott! Oh, Dia! Krass! Oh, Snap! Ey, weißt du, das snack ich mir. Komm schon, schneller. Eisenboots. Ja, krass! Okay, wir sind equipped, Digga. Wir sind equipped. Und wieso sage ich immer die ganze Zeit, Digga? Also jetzt ist mir in den letzten Let's Plays manchmal aufgefallen, dass ich dann einfach sage, Digga. Aber das möchte ich eigentlich verhindern. Oh, da vorne hat jemand getauert. Oh, warte mal, können wir uns hier, weißt du, MLG Water, heißt das nicht so? Hatte Stegi mich das eine Mal auch ausgelacht, weil ich so auch von dieser Taktik erzählt habe. Und ich bin ja, wie gesagt, absoluter Hardcore-Game-Snoop und er kannte natürlich direkt den... Oh, nee, weißt du, da... Zack, und da fällt er runter. Putz! Zwei verbleibende Spieler. Ja, sowas darf man nicht machen. Sowas darf man mit dem guten alten Paluden nicht machen. Jetzt lootet er dich erstmal. Was gibt's hier für schöne Sachen? Oh, Dia. Helm. Erstmal umgucken. Ist hier irgendjemand? Ich kann ja auch hier gucken. 79 Blöcke. Oh Gott. Ah, jetzt hat man gesehen, wo er jetzt war, ne? Weil wir sind die beiden Letzten. Oh Mann, ey, das müssen wir packen. Ja, das wird ein Fight. Ich muss unbedingt was trinken. Was essen. Komm schon. Und jetzt drauf, der Paluten. Komm schon. Do it. For the team. Get down, Bro. Get down. Nee, nicht mit TNT, Bro. Nicht mit TNT. Na komm. Na komm. Get down. Komm schon. Warte mal. Bringt Pfeile überhaupt irgendwas? Ich meine, der hat dir Sachen an. Ah, jetzt komm. Lauf nicht weg. Auf zu reggen. Hör auf zu reggen. Vor allen Dingen verliere ich jetzt so viel Essen in der Zeit.
Das nervt mich. Oh, Bro, jetzt komm, lass uns doch lieber fighten. Oh, immer dieses Weglaufen. Kommt, dreh dich, dreh um. Dreh um, Junge. Da kann ich auch. Hui, warte mal, jetzt läuft er in die falsche Richtung. So, komm, lass uns prügeln. Auch wenn ich verliere, ey, mir ist das sowas von Banane. Ich möchte einfach nur einen gemütlichen Fight. Komm schon, er dreht sich wahrscheinlich gleich um, versucht mit dem Pfeil zu schießen. Komm schon. Yep, Bro. Ach Mensch, Kollege. Jetzt komm, bist du endlich voll gereckt? Ach, verdammt. Und sonst so, Leute. Wieso war ich auf einmal so langsam? Jetzt komm, dreh dich doch nicht immer um. Und ich muss mir unbedingt mal, wenn ich 1.7 spiele, diese Sprint-Taste holen. Ich jump hier immer längs und verliere schon wieder so viel Hunger. Och, Kollege, was soll denn das? Bin ich jetzt irgendwie gerade... warte, da vorne ist Ende Gelände. Komm schon, der läuft immer wieder dagegen. Oder wieso kriegt er Schaden? Ja, weil er sich am End befindet von dieser Map. Komm schon. Er kriegt aber wirklich die ganze Zeit Schaden. So, was macht er jetzt da oben? Komm, Bro. Hä? What the... Nein, was, das hat er... Jawohl, und da ist er down. Das war die, tut mir leid, das war die gerechte Strafe dafür. Das war wirklich, wir hätten uns einfach nur ein bisschen kloppen können. Das wäre doch nice gewesen. Und so haben wir es endlich geschafft, Leute. Die Runde in Ender Games, wo wir gewinnen. Hululu. Und ja, dann war es das auch mit dieser kleinen, schnuggeligen Neujahrsrunde Ender Games. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, ich hoffe, das Jahr 2014 geht genauso geil weiter wie 2013. Das hatte ich in meinem Best-of ja schon gesehen, geschrieben, gesagt. Ich bin mega verplant. Bin auch ein bisschen angedutscht. Kein Problem. Auf jeden Fall, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.